Wow! Oh, ich habe ernsthaft 2 Batterien gerade verbraucht. Schau dich an. Was ist mit dir bloß los? Der kommt jetzt vielleicht hier durch. Shit. Muss ich hier lang? Ich glaube, ich muss hier lang, oder? Ich habe keine Ahnung. Oh, vor allem, ich habe einfach gerade nachgeladen aus Versehen. Ich habe eine scheiß Batterie verbraucht. Alter. Und jetzt geht's noch auch. Jetzt geht's noch raus. Sehr lustig. Der hat eine Batterie. Gib mir die. Hier rein. Irgendwo rennt jemand. Aha, hier war vorher noch zu. No! No! You were mine! Was? Was? Wo sagst du das? Hier geht's nicht lang. Ich habe keine Ahnung, wo er das gerade gesagt hat oder woher er kommt. Wenn er denn kommen würde. Ich mach einfach mal. Oh! Ein Marathon. Wollte ich sagen. Das ist mir vorher nicht passiert beim ersten Mal. Im ersten Durchlauf. Ich hasse es. Wo lang? Wohin? Oh, fuck you. Fick das Spiel, Alter. Ich hab so keine Lust mehr. Junge, du spielst Basketball. Ist das ein Kopf? Das ist ein Und er wirft und trifft nicht. Schade. Das ist ein Spiel. Er spielt allein und verwirrt. Das ist das Spiel. Es gibt mathematische Beweise, dass wenn du 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 und so weiter für eine Unendlichkeit addierst, du eine Antwort bekommen wirst. Wenn du aber kurz vor der Unendlichkeit aufhörst, dann hast du eine beschreiblich große Zahl. Wenn du bis zur Unendlichkeit weitergehst, dann kommst du bei minus 1/12 heraus. Negativ 0,0833333 wiederholt. Ich verliere den Verstand. Ich erinnere mich an die Fahrt hierher. 400 Meilen in einem Mietlaster. Der Job, der gerade rechtzeitig erscheint, um unsere Rechnungen zu zahlen, unsere Schulden, die Versicherung. Jungs liefen in nichts als AM Radio. Gospel Country Western, paranoides Spätabendprogramm. Wir sagen Patsy kleine Lieder und lachten über die Verschwörungsserien über Aliens und Geister. Die Kilometersteine rauschen im Scheinwerferlichterei. Ich will hier nicht sterben. Ich doch auch nicht. Ich hau dann mal ab. Und verkriech mich hier. Okay, die Tür ist noch zu. Prison Block.
Natürlich. Abgeschlossen. Und hier geht's gar nicht nirgends lang. Auch kein Fenster offen oder so. Ich kann ich nicht besuchen. Wo muss ich denn jetzt hin? Wahrscheinlich dort. Wo der Typ herkommt. Ist ja lustig, dass die irgendwie Schlüssel dabei haben eigentlich. Und ich kann da gar nichts machen. Der macht Yoga, auch schön. Könnte ich gut gebrauchen im Moment. Ist nämlich echt anstrengend hier. Der schläft. Ist okay. Dem kann ich leben. Und auch das sieht mir nach einer Yoga-Position aus. Ich glaube, ich sollte anfangen, Yoga zu machen. Oh, ich habe den Jumpscare verpasst. Tut mir leid. Muss ich da runter? Weißt du das? Sieht so aus, ne? Ja dann, let's go. Kann ja nur schief gehen. Kann ja nur schief gehen. Nur schief gehen. Vor allem im Gefängnis sind ja alle immer nett und freundlich. Und gar nicht psychopathisch oder so. Die ganze Zeit bloß alleine in der Zelle zu sitzen. Ey, no. Euch gibt's auch noch. Mit euren Schniedelwutzen. Kommst du hier rein oder soll ich zu dir kommen? Keine Ahnung, vielleicht kommen sie auch hinterher. Und ich sollte mich etwas beeilen. Möglicherweise. Oder ich komme zu euch. Auch schön. Ich laufe dann einfach mal weiter, ne? Das war ein Kopf. Oh, ich sehe schon, ihr habt hier ein kleines Spiel. Ich glaube, ich laufe einfach mal weiter. Ne? Lass mich bitte in Ruhe. Tschüss. Ihr könnt gerne euer Spiel weiterspielen und vielleicht macht ihr auch einen Home Run im Basketball. Keine Ahnung. Ah, wait. Okay, ne. Eine weitere Akte. Betreff RE-Patient Samuel. Gut, wir haben wieder einen und diesmal kannst du es nicht als einen Fall von akuter psychopathischer Belastungsreaktion abtun. Ein Wachmann ganz hinten im Verwaltungsblock ist der neueste Mitarbeiter, der anfängt, weniges Märchen zu sehen. Er war nie dem Antrieb direkt ausgesetzt. Ist nie unterhalb des ersten Stockes in diesem Gebäude gewesen. Es wäre schon ein unglaublicher Bruch von Protokoll und Sicherheit, wenn Ärzte sich in hoher Reichweite eines angestellten Wachmanns über Wallride unterhalten würden. Und es scheint schon sehr unwahrscheinlich, dass er alleine über eine solch obskure und mystische Geschichte gestolpert ist. Es ähnelt zu sehr dem Fall von Dr. Samuel und den anderen vor ihm. Es ist eine Sache, wenn ursprünglich gesundes medizinisches Personal unter den Bann der Wahnvorstellungen ihrer Patienten fallen, aber es ist etwas anderes, wenn diese Überzeugungen, ich weiß auch nicht, über die Luft übertragen werden. Wir müssen persönlich miteinander sprechen. Billings. Nee. Wait. Hier. Keine Ahnung, wer hier wieder irgendwie... Oh! Junge!
Es reicht langsam. Ja gut, wenn ich wieder zurücklaufe. Und so im Aus so verziehe, dass ich keine Ahnung habe, was ich mache. Puh. Alter. Ich hasse es. Gibt's gar nichts. Nichts als... durchgeknallte Leute. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Der scheint auch ein bisschen normal im Kopf zu sein, irgendwie. Wenn du willst, kannst du sonst mitkommen. Ich helfe dir vielleicht. Ja, doch. Ganz schlechte Kopfhaut, sieht man. Auch hier wieder gar nichts. Danke für gar nichts. Es sieht einladend aus. Ich schließe die Tür. Ich hab keine Lust. Was machst du da drin? Kann mir auch egal sein, ja. Oh, ich glaube, wir werden gleich wieder verfolgt. Die Tür ist zu. Da kommt niemand. Funkgerät! Was zum Teufel passiert hier? Junge? Waylon, you couldn't just... couldn't just keep your mouth shut. You couldn't just play along. But you're talking now. Set diesen Pumpen. Do me a favor and die here, Park. Nee, bestimmt nicht. Eher wirst du sterben. Asoziales. Stück Scheiße. Oh shit! No, nicht du! Nicht Billy! Billy! Lass mich! Billy! Nicht du! Ich dachte, wir wären Freunde. Ich hab dir doch so geholfen im letzten Part. Billy! Lass mich! Tension. Tension, please. Oh shit, hier geht's weiter. Oh shit, hier geht's auch rein. Bei dir bleiben, wir könnten einfach hier zusammen ein Leben führen. Egal, weiter geht's. Tschüss! Das ist der Priester! Habe ich gar nicht gesehen beim ersten Mal. Du won't die? Kannst mir helfen, Junge? Du warst doch mal klar im Kopf. Runter, runter, runter. Jemand, der so sehr wie ein Priester aussieht, wie dieser Ort einem Ehrenhaus ähnelt, schreibt Anweisungen an die Wand. Redet über Gott. Sagt mir, ich sollte keine Angst haben. Wie konnte ich nur hier bei diesem beschissenen, inhumanen, giergetriebenen Moralgenozid mitmachen? Diese Monster, die Mörker verschafft. Der Umfang, mit dem ihre stiefelleckenden Geschäfts... Was? Würden wir es verteidigen, ihre eigenen Leute abgeschlachtet. Ich habe noch nie in meinem Leben gebetet, Lisa, aber sollte ein
engstirniger Gott mitmischen wollen, dann soll er Jeremy Blair töten, bevor ich sterbe. Vernunft und Habgier, es gibt keine Qualen, es gibt keine Qualen, die er nicht verdient. Es gibt kein Funkgerät, keine Hoffnung, die Außenwelt zu erreichen. Nur entkommen und Hoffnung. Viel Hoffnung. Wieso habe ich dich verpasst? Warst du gar nicht hier, oder? Hä? Wahrscheinlich bin ich einfach durchgerannt wie ein Vollidiot. Alright, Leute. Oh mein Gott, ich habe mich fast an meinem Schatten erschrocken. Treff Scheinschwangerschaften, echter Profit. Rick, das Golfen letzte Woche hat Spaß gemacht. Wir sollten öfter in die Richtung fahren. Ich habe mir die alten Testunterlagen aus den frühen Tagen von Projekt Wallrider mal angeschaut und mir ist da etwas Interessantes aufgefallen. Hast du das Projekt in 2010 erfolgt? Offensichtlich hatten wir Probleme mit weiblichen Mitarbeitern, die Scheinschwangerschaften erlitten. Eventuell hat das was damit zu tun, wie der morphogenetische Antrieb mit dem Immunsystem interagiert. Klingt für mich alles nach böhmischen Dörfern. Es war häufig tödlich als nicht tödlich, da es sich hier um Mitarbeiter und nicht um Patienten handelte, war die ganze Sache schwerer unter den Teppich zu gehen. Aber die Aktivitäten des morphogenetischen Antriebs im Markt dieser Damen war jenseits von Gut und Böse und diese Frauen sind nie einer zusätzlichen Hormontherapie unterzogen worden. Ich habe zwar keine Ahnung von PPM, aber ich kann Tabletten und lesen und die Profitberechnung von Projekt Wallrider ist nur halb so hoch wie angenommen. Daher stellt sich mir eine Frage. Warum führen wir keine Experimente an Frauen durch? Mentale Krankheiten sind, weiß Gott, gleichberechtigt verteilt. Es ist schon fast unethisch, uns eine solche Gelegenheit durch die Lappen gehen zu lassen. Richtig, Cher. Ist klar. Wenn du nur Profit siehst, machst du alles. Die, Motherfuckers, die! Fuck you! Junge! Hilf mir doch! Ey, was seid ihr für Arschlöcher? Wir hätten zusammen was erreichen können. Ich, du, er, sie, es. Wir, ihr und sie. Wir hätten hier heil herausgekommen. Aber ihr lässt mich hier lieber versauen, wie diese Typen. Weiter geht's ins Ungewisse. Du da. Wir werden schon wieder verfolgt von Billy. Du da. Billy ist ein schlechter Topf. Du da. Billy, komm doch, hilf mir doch. Du da. Billy. Der kommt hoffentlich hier nicht raus. Junge, du hast die Tür geöffnet. Da könntest du rein. So sehr, wie du dran gewackelt hast. Oh, kann hier rein? Okay, habe ich auch nicht gesehen. Oh, hallo, alles gut? Ich habe dich beim letzten Mal nicht gesehen, tut mir leid, dass ich das verpasst habe. Mich lest dann mal eine weitere Akte. Über den Knien, unter dem Nabel, auf Kluskins Tisch mit Messer und Nadel. Zum Hineinstoßen wird er was brauchen, so baut der Bräutigam sich ein Frauchen. Über den Knien, unter dem Nabel, auf Kluskins Tisch mit Messer und Nadel. Zum Hineinstoßen wird er was brauchen. Also baut sich der Bräutigam an sich ein Frauchen über den Knien unter dem Nabel. Auf Kluskins Tisch mit Messer und Nadel. Zum Hineinstoßen wird er was brauchen. Also baut sich der Bräutigam sein Frauchen unter dem Knien unter dem Nabel. Auf Kluskins Tisch mit Messer und Nadel.
zum Hineinstoßen wird etwas brauchen. So baut sich der Bräutigam sich ein Frauchen über den Knien unter dem Nabel. Flussgänstisch, mit Messer und Nabel zum Hineinstoßen wird etwas brauchen. So baut sich der Bräutigam ein Frauchen über den Knien unter dem Nabel. Flussgänstisch, mit Messer und Nabel zum Hineinstoßen wird etwas brauchen. So baut sich der Bräutigam ein Frauchen. Was? Alles okay. Ich sehe nichts. Alter. Schreckt mich doch nicht so, verdammte Scheiße. Lang. Okay. Hier. Alter. Okay. Ruckelt einfach jemand an der scheiß Tür, wenn ich da was am Lesen bin. Fucking hell, ich hasse dieses Spiel. Oh shit. Strom. Was ist hier drin? Eine Hülle voll gar nichts. Ein Dokument. Töte uns! Brenn das Gebäude nieder! Schlimmer als der Tod hier. Töte uns! Töte uns! Ich höre das Strom drauf. Wir müssen irgendwo Strom abstellen. Und nicht hier. Hier geht's nicht lang, da ist ein Schloss dran. Shit! Er hat den Verwaltungsblock. Junge! Junge! Was machst du da? Naja, jeder hat einen Fetisch. Sag ich mal. Fünf Batterien, das kann nur Schlechtes bedeuten. Ist mir gerade was entgegengeflogen? Really? Dein Ernst? Der Strom ist noch da. Elektrizität. Ich muss nachdenken, Lisa. Ich dachte, der Strom sei ein Beweis dafür, dass irgendwas Normales, irgendeine menschliche Kraft, noch einen kleinen Teil von Mount Massive kontrolliert. Aber nichts Menschliches oder Zurechnungsfähiges kann hier irgendwas tun. Außer zu überleben. Und selbst das hält meistens nicht lange. Du warst immer die Vernünftige, Lisa. Du würdest mir sagen, ich soll mich beruhigen und mir einen Überblick verschaffen. Wahnsinn und Unmenschlichkeit beherrschen diesen Ort, was auch immer den Strom am Laufen hält. Versuch mich hier gefangen zu halten. Ich muss ihn wieder ausschalten. Ja gut, dann versuchen wir das halt nochmals. Oh mein Gott. Der Typ ist weg. Aber ich saß dann halt. Strom aus. Oh! Oh mein Gott!
das Spiel hasse. Oh my fucking gosh. Wo lang? Wohin? Hier? Hier lang? Hast du was? Nee, du hast nichts. Oh mein Gott, ich möchte hier bloß noch fertig werden. Keine Lust mehr, Alter. Das war wieder der Wallrider. Billy ist hier. Oder so Wallrider Billy, was auch immer. Ich hab keine Ahnung, wo ich hinlauf. Wo ich... Dein fucking Ernst? Lass mich. Oh mein Gott, aber es wird langsam hell. Es wird langsam hell draußen. Haben wir es bald geschafft? Vielleicht? Vielleicht ist das das Zeichen. Wir es bald geschafft haben. So eine Batterie gibt sie hier. Du da, du da, du hast eine Batterie, gib sie her, du da, hey. Oh mein Gott. Oh, fu. When you think you understand what's happening here, you're only gonna be halfway down the rabbit hole. It's always been the case that whoever's holding the money gets to say what the truth is. What happens when all the money's gone? It's faith. Money is a matter of faith. You